Viel Vergnügen! Letzter Civ-Stream, letzter Civilization-Stream vor dem Weihnachtsfest 20 und 23. Heute das große Finale, Römisches Reich auf Gottheit. Island, Stadt gegründet. Rompei vom Vulkanausbruch des nahen Vesuvs, mal wieder zweimal hintereinander verwüstet. Bevölkerungsverluste noch und nöcher im italienischen Stiefel. Wir entweichen und entfleuchen allen irdischen Katastrophen und schießen mit einer Rakete gleich durchs All. Und wollen den Raumfahrtsieg uns holen. Für YouTube zeichnen wir auf. Liebe Grüße an alle Damen und Herren, die dort auch da sind. Und euch, ich weiß nicht, wann es hier auf YouTube kommt, aber falls ihr ein bisschen mehr freie Zeit habt als sonst zwischen den Jahren, wie es ja so schön im Deutschen heißt, also in der Zeit vom Weihnachtsfest bis zu Silvester, Neujahr und dazwischen, dann schaut da vielleicht mal rein. Wir haben auf Twitch auch ein Live-Programm. Also nur am Heiligabend bin ich nicht live unterwegs, an den anderen Tagen doch, und ich glaube am 27. nicht. Aber es gibt hier drunter auf YouTube in der Textbeschreibung immer einen Link, der führt auf die Patreon-Seite, wo ich Crowdfunding mache. Da gibt es immer einen Programmplan. Da kann man sich das angucken. Oder da gibt es auch einen Link auf die Twitch-Seite und da gibt es einen Top-Zeitplan. Falls ihr mal übermäßig viel Zeit habt und sagt, ich gehe vielleicht doch mal ausnahmsweise von YouTube gucken, was es auf Twitch so gibt. Ihr werdet von allen Leuten, die gerade auf Twitch sind, freudig begrüßt. Werdet geliebkost, gedrückt, mit Blumenstraußen beschert und geknuddelt, wenn ihr vorbeiguckt, ob ihr wollt oder nicht. Die können sehr aufdringlich sein. Und wir wollen heute auf jeden Fall den Sieg hier holen. Einmal hier runter und ich bin mir nicht ganz sicher, aber das neue Civ 6 Let's Play startet dann vermutlich erst im neuen Jahr, weil viele Leute zwischen den Jahren halt verreist sind und ich will eigentlich jedem oder jeden, die interessiert ist, die Möglichkeit geben, beim Start der neuen Partie auch dabei zu sein. Deshalb kann es sein, dass die neue Partie dann erst im neuen Jahr startet, aber genau beschlossen habe ich mir das noch nicht. Ja? Eine Sache würde ich gerne machen. Ich würde gerne auf Vorrat ein bisschen Alu erhandeln. Alu brauchen wir jetzt noch nicht, aber bald. Wir generieren plus 2 Alu pro Runde und können 20 bis zu 5, bis zu 80 einsammeln. Wir haben genug Geld auf der hohen Kante. Demnächst wird die KI uns mutmaßlich nichts mehr verkaufen an Alu. Weil die wissen, dass dann der Raumfahrtsieg kommt. Wir haben genug Geld auf Vorrat. Niemand hat Alu. Alle meine Pläne. Ich wollte gerade shoppen gehen. Liebe Leute im Twitch-Chat. Auf YouTube kann man gerade keiner live antworten. Verkauft ihr mir Alu? Eine milde Gabe, eine Spende bitte. Habt ihr Alu? Bitte eine Spende Alu für WB. Habt ihr Aluminium für mich? Bitte spendet mir Alu, damit ich aufhöre, so vor mich hinzulallen. Ist auch in eurem Interesse. Bitte eine milde Gabe Alu. Oh, ich bin so fertig. Wie kommen wir denn an Alu? Wie soll man denn dann den Wissenschaftssieg schnell schaffen? Auf Twitch lief gerade eine Abstimmung, bis zu welchen Runde wir den Alu-Sieg, den Raumfahrtsieg geschafft haben. Aber ich fürchte, da sind alle schief gewickelt, die gerade ein optimistisches Ergebnis hatten, weil sie sind nicht in Aluminium gewickelt. In Alufolie, das ist echt ein Problem. Wir müssen nur hoffen, dass die anderen möglichst schnell wieder an Alu rankommen. Puh, das jetzt, also jetzt haben wir ein Problem. Diejenigen, die gerade sehr optimistisch abgestimmt haben, der Raumfahrtsieg könnte sich lange noch verzögern. Wer weiß, ob wir heute fertig werden, aber ich werde mein Bestes geben. Ich habe zuletzt teilweise sehr schnell gezogen. Grüße an Black Panther nochmal fürs Abo verschenken. Danke und an Futi fürs Dritte. Soll ich wieder so schnell ziehen wie zuletzt? Oder wollt ihr, dass ich gemächlich und gemütlich ziehe? Oder gemütlich, wie es manche Leute sagen, ja? Die wahren Bullisten. In welchem Tempo soll ich ziehen, bitte? Wünscht euch was, Leute. In welchem Tempo soll ich ziehen? Ein Händler hier unterwegs nach Rompei. Langsam bitte, sonst gibt es einen Religionssieg. Was? Wie? Wo? Hier ziehen wir einmal an Land. Rüber zum Raumhafen, da wird geparkt. Ein adventliches Tempo wünscht sich North Bowman. Das heißt so ähnlich wie dieses, dieser Meteoritenschweif am Firmament, am Himmelszelt oberhalb von Bethlehem. Also alles, was sich im All bewegt, ist, glaube ich, sehr schnell. Das heißt, North Bowman wünscht sich, dass ich sehr schnell ziehe. Im galaktischen Tempo. Auf ausdrückliche Bitte von North Bowman werde ich heute sehr schnell ziehen. Weil sich North Bowman gewünscht hat. Werde ich machen, North Bowman. Dir zuliebe hier. Kanalpunkte ist vorbei, die Kanalpunkte Wette und die meisten stimmten für
17% sagten, heute gewinnen wir gar nicht. Und die meisten glaubten zwischen von Runde 294 bis 301. 55% der investierten Punkte dorthin. Absolute Mehrheit. Runde 294 bis 301. Das ist nicht unrealistisch. So, und hier wollten wir... Oh, hier können wir gar nichts machen. Es ist weiter dritter Ring. Gibt es irgendwas, was wir irgendwo noch machen können? Im dritten Ring. Oh, hier vorne brennt das. Die Oliven waren in Brand. Da sollten wir jemanden rüberziehen und die reparieren. Ah, das meint der Kollege hier vorne. Ach, wir wollten hier was entfernen. Wir wollten den Spion schneller uns holen. Einmal roden. 164 Produktionen für den Spion. Damit ist er eventuell schon in dieser Runde, na, nicht ganz fertig, aber fast. Dann geht es mit dem Campus-Forschungsstipendium weiter. Und Lucretia setzen wir als Gegenspionin ein. Hier vorne in Wulkrep auf dem Raumhafen. Um den zu schützen. Das ist der vierte Ring und deshalb habe ich das gemacht, genau. Im vierten Ring Stein entfernen, transportiert den Ressourcenertrag hierhin. Vernichtet aber kein Feld, das man bewirtschaften würde, weil man im vierten Feld nicht bewirtschaften kann. Deshalb habe ich das gemacht. Genau, die Orangen im vierten Ring holen wir uns jetzt auch noch. Die werden repariert hier gleich. Auch das geht nicht, solange es brennt, glaube ich. Weil... dann bekommt man die Orange als Luxusgut, obwohl es im vierten Ring ist. Nur bewirtschaften kann man das Feld nicht, aber die Luxusressource, die ist dann da. Vorne wollten wir ein Unterhaltungsdistrikt oder ist es ein Handelszentrum? Das ist Quatsch. Das lassen wir weg hier. Mal an Land bitte. Und hier könnte man zum Beispiel den... Ah, der Wald ist nicht bei uns. Das geht nicht. Ein Unterseeboot kann zwei Felder aus weit feuern, aber nicht über Hügel hinweg. Von hier aus auch nicht. Drei Felder. Oh! Die Orangen könnte man gar nicht reparieren, meinte North Bowman, wegen Klimawandel. Habt ihr gesehen? Da ist ein Gelber dabei. Schaut mal. Wir spielen doch die Violetten. Wir spielen die Römer. Hier ist eine gelbe Einheit dabei. Was ist denn jetzt passiert? Liebe Leute, ich wurde gehackt. Von der Zentrale. Man kann die Karte nicht drehen und plötzlich dreht sie sich. Und das ganz von alleine, ohne dass ich irgendwas mache. Hexenwerk! Ein Gremlin ist unterwegs! Liebe Leute, schaut mal hin! Unfassbar! Jetzt mal im Ernst, wisst ihr, warum wir hier keine Hochwassersperre gebaut haben? Weil einer von euch gesagt hatte, ich glaube, es war North Bullmont, es sei nicht nötig. Das wäre ein unwichtiges Feld. Ich will mal wieder alle Schuld von mir auf einen Zuschauer schieben. Bitte herzlich um Verzeihung, ja. Der Trick sei alt, ja. Aber ich bin auch alt, deshalb darf ich den anwenden. Einmal Alu, das haben wir schon geholt. Und einmal ins Wasser und einmal hier vorne die Wale anschließen. Und eine Runde weiter. Also schade. Ja, ja, Weltklima steigt immer höher. Überall rauscht alles ab. Politikkarten passt. Wir haben, wenn Feinde versuchen, unseren Raumhafen zu plündern, ist es für die gar nicht so einfach. Und ein paar coole Karten haben wir auch eingestellt. Und wir hatten zuletzt, es geht relativ schnell hier mit der kulturellen Forschung zusammen, weil wir ein, die Mars-Landungsexpedition gemacht hatten. Da hatten wir einen Boost bekommen bei der Kultur und die katapultiert uns im Augenblick im einen Rundentakt hier durch mehrere Forschungen hindurch.
Ob das Geländefeld kaputt bleibt, auch wenn man nachträglich die Sperre baut? Nach meiner Erinnerung ja, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Frag mal die anderen. Danke, Rin Kurano, du alte Schmeichlerin. Vielen Dank. Der ist so unhöflich. Also wenn wir irgendwann hier die Partie vorbei haben und wir haben sie dann gewonnen, dann gibt es eine Sache, die ich echt bereuen werde. Dass ich dem kein einziges Mal den Krieg erklärt und ihn kann und sein Reich nicht vernichtet habe. Das ist das Einzige, was ich echt bereuen werde. Das wird mir echt leid tun, richtig leid tun. Ich will ja auch keine, ich will ja nicht hetzen. Ihr wisst ja, ihr seid bei WB, ich bin die, der Liebreiz und die Missgunst in Person oder irgendwie so ähnlich. Oder war es der Missreiz und die Liebgunst? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, ich würde niemals sowas sagen, aber denken ist erlaubt. Also wenn ihr genau hinhorcht oder hinlest, dann seht ihr zwar keine Sprechblase wie in einem Comic über meinem Kopf, aber eine Denkblase. Asterix-Fans wissen, was ich meine. Die Sprechblasen, die haben, da ist so eine Blase und dann ist so ein Pfeil auf einem drauf. Das ist eine Sprechblase und die Denkblase, das ist nur Blubber. Und in nur einer Denkblase, nicht in der Sprechblase, in der Denkblase steht dort oben eindeutig drin. Das steht in meiner Denkblase drin. Ja? Wie gesagt, laut sagen kann ich es nicht, aber es kommt aus vollstem Herzen und alle Lippenleser wissen, was ich gemeint habe. So, und jetzt geht's ja weiter. So, jetzt habe ich mal einen Standpunkt geäußert. Man muss auch mal klare Kante zeigen. Ein offenes Wort zur rechten Zeit schafft Heiterkeit. Giemingo, danke fürs 7. Abo. Danke an dich. 3 Zeitalterpunkte. Ja, sehr cool. Wenn der Feind nicht weiß, wo er angegriffen wird, muss er sich zu allen Seiten wappnen und wird so überall schwach sein. Steinbrüche geben mehr Produktion, den Rest haben wir nicht. Offshore-Windparks, oh, das ist gut, die können wir jetzt bauen auf Küsten- und Seefeldern. NASA hat Millionen von Dollars ausgegeben, um einen Kugelschreiber zu erfinden, der im Weltraum schreiben kann. Die Russen haben einen Bleistift benutzt. Das finde ich extrem cool. Also das hier hilft uns doch. Wir bekämen, wenn wir die Karte einsetzen, bekämen wir nachher in der einzigen Stadt mit Raumhafen, dort ist in Bullgräben ein Lager mit der Militärakademie und ein Seehafen ist da auch. Dann bekämen wir dadurch 30% mehr an Produktion in dieser Stadt in Bullgräb dadurch. So verstehe ich das. Ich hoffe, ihr auch. Das kann uns nachher helfen. Rockbands können unser Territorium nicht betreten. Das könnten wir machen, falls um die Portugiesen ein bisschen auszubremsen. Lass uns mal schauen, ob wir im Augenblick eine Rockband in unserem Territorium haben. Und na, die sind ja hinten ganz weit weg. Die ist innerhalb unseres Territoriums. Die könnten wir rausschmeißen. Die könnten wir rausekeln hier. Ja? Bitte mal die Regeln posten im Chat und bitte mal dem Zuschauer oder der Zuschauerin mal die Regeln erläutern. Und dann wollen wir mal uns anschauen, ob wir das machen wollen mit der Politikkarte. Die Politikkarte, die wir gerade bekommen haben, mit den Rockbands uns hier nicht betreten können, das sind diese hier. Die -1 Annehmlichkeiten nehmen wir nicht mit, die wollen wir nicht haben hier. Das heißt, das ist mir zu heftig, nicht wegen der einen popeligen Rockband, die Karte nehmen wir nicht rein. Eine Militärkarte hat sich gerade aufgelöst, wir packen eine neue rein, dadurch begeben wir eine Anu mehr pro Runde, das ist nicht viel, aber es hilft. Weltraumprojekte müssen wir im Augenblick wahrscheinlich nicht anschieben. Aber ich gehe mal kurz gucken, wann wir den Exoplaneten frei. Da ist er schon, in 3 Runden, Leute. Da ist das Projekt. Wir haben mehr Glück als Verstand. Schaut mal. In 3 Runden, Exoplanet-Expeditionsstart. In 3 Runden. Das geht in irrem Tempo. Wer gerade Kanalpunkte investiert hatte,
für ein schnelles Ende, juchzt, freut sich und glaubt, richtig gepokert zu haben. Alle anderen haben ein paar Problemchen hier, oder? Es muss sich das nur noch durchziehen. Und die Portugiesen dürfen uns nicht den Krieg erklären. Das darf auch nicht passieren hier. Die ersten schreiben im Chat, ich möchte gerne meine Wette überdenken. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Und wir gucken erstmal, was die nächste Kulturforschung ist. Umweltschutz. Und hier ist da auch irgendwas drin, was ein... Wir gehen hier mal rein. Oder wenn man den Profi... Geht das innerhalb einer Runde? Ginge auch. Oder innerhalb einer Runde Skiorte bauen können und Maracana, das Weltwunder Maracana-Stadion und dann in jeder Stadt zwei Annehmlichkeiten mehr. Das ginge... Oh, da müssten wir zwei Runden machen. Nee, wir gehen zielsicher in ganz weit in die Zukunft rein. Wir haben im Augenblick im Stadtstatus halbwegs zufrieden. Die zwei mehr machen plus zwei Annehmlichkeiten, zwei mehr als man braucht, machen Städte glücklich. Das wird uns mehr bringen. Aber puh, wir könnten das Maracana-Stadion relativ schnell bauen. Das wäre möglich hier. Ne? Das wäre möglich. Sollen wir das machen? Weltwunder ist auch ein cooles Weltwunder. Das könnten wir mit dem Schah, könnten wir das komplett durchziehen hier. Black Panther, seid doch so freundlich und legt den Zuschauer mal bis zum Ende des Streams komplett auf Eis, weil es ist ja abzusehen, dass da gleich noch was hinterherkommt. Ja, dann nimmt uns das keine Aufmerksamkeit. Bitte bis Streamende. Also, lass uns das mal machen. Wir wollten das Maracana-Stadion bauen, hier vorne. Im Augenblick läuft hier der Seehafen. Das heißt, hier vorne bauen wir jetzt ein Unterhaltungskomplex, ist da, schalten wir frei. Den Profisport und das Stadion und dann bauen wir das hier. Und den entsprechenden Ingenieur können wir hierhin schon mal wandern lassen. Oh Gott, wo war der nochmal? Wo war der Schah Yahin? Ich glaube, der war in Afrika, oder? Maracana gilt für alle Städte und gibt allen Städten plus zwei an Annehmlichkeiten, genau. Churchy, vielen Dank fürs 48. Abo. Danke dir. Sehr freundlich, lieben Dank. Das Stadion würden wir kaufen, das wäre nicht so schlimm. Wir produzieren 400 Gold in Summe, das klappt. Wo ist der Schar denn hin? Den hatten wir da irgendwo geparkt, oder? Ich suche ihn mal über die Einheitenliste. Ah, da ist er, alles klar. Und den beamen wir mal. Hier vorne hin. Die nächste Runde zieht er dann schon mal hier drauf. Da wird das Weltwunder entstehen. Und Campusforschungsstipendien, Archäologisches Museum, ein bisschen Kultur, Hochwassersperre. Ist die hier nötig, die Hochwassersperre? Was kann man hier noch alles, was kann hier alles kaputt gehen? In der Ansicht hier. Oh, letzte Stufe wird der Theaterplatz abrauschen. Lass uns den mal schnell bauen. Nach dem Archäologischen Museum, die Hochwassersperre und danach den Archäologen. Damit ich den Archäologen nicht vergesse, mache ich es einmal so rum. Korinth, Seehafen. Oder wir ziehen die Forschung schnell weiter durch, aber das haben wir ja gleich. Wo kommen nochmal die beiden Projekte, die die Exoplaneten-Expeditionen erforschen? Wo kommen die nochmal im Tech-Tree, Leute? Es gibt auch zwei Projekte, wie heißen die nochmal? La Grande, Dingsbums, irgendwas. So heißt das eine. La Grande Laserstation. Und die kommt mit der Technologie Weltraummission. Und die kommt, ist ein Zukunftstech. Okay? Und wie heißt, die kommen beide damit. Beide damit.
Das heißt, wir sollten bei den Naturwissenschaften möglichst schnell in die Zukunft reinkommen. Da, wo wir jetzt sind. Lass uns weiter auf Campus-Forschungsstipendien gehen. Das ist die schnellste Möglichkeit, um dich schnell freizuschalten hier. XCOM habe ich doch ganz oft schon gehabt, Fluffy hier. Also auf YouTube, also auf Twitch glaube ich nicht, aber auf YouTube gibt es bergeweise XCOM-Let's Plays von mir. Gibt es sogar, Tutorial-Videos von mir zu XCOM. Schönes Spiel. Du meinst so ein Retro-XCOM-Let's Play? Das mal zu machen? Wäre spannend, ne? Ich schreibe es mal auf den Zettel drauf, als eine Idee. Ja, aber das dauert ja lange. Dann wollt ihr auch, dass ich das durchspiele bis zum Ende. Und ich habe schon bei dem Rundentaktikspiel Jacklands 3 nur die Hälfte gespielt. Ich weiß nicht. Ich schreibe es mal doch nicht auf den Zettel. Da warten wir lieber ab, bis ein neues XCOM kommt und ich Preview-Streams machen kann. Ich glaube, das ist klüger irgendwie. Hier packen wir noch mehr hinten rein. Unterhaltungskomplex, einmal Arena bitte. Politikplatz füllen, einmal Militär. Und eine Runde bis zum nächsten Politikkartenwechsel. Häfen, Lager schneller bauen. Einheiten, Schiffe. Wir könnten schon mal das reinpacken, aber im Augenblick haben wir kein Projekt am Laufen. Das ist irgendwie Quatsch. Wir brauchen gar nichts von denen. Also es kann sein, dass wir irgendwo, dass man Schiffe im Notfall schnell bauen kann, falls die Portugiesen uns überfallen. Deshalb einmal hier Schiffe und Geld sparen und Einheit schneller unterwegs, Rest bleibt wie es ist. Haben wir noch viele Spione im Bau? Bestätigen wir einmal, gucken einmal, ob wir Spione im Bau haben. Einen ist in einer Runde fertig, der nächste und letzte. Danach nehmen wir die Spionkarte. Die Alu-Karte war raus? Nein, mach mich nicht fertig. Habe ich die Alu-Karte nicht drin? Tatsächlich, dann muss ich die beim nächsten Mal wieder reinnehmen. Wo war die denn? Die war hier unten, alles klar. Dann ein Handwerker. Wenn wir im Augenblick gar nichts machen können. Den packen wir mal hier drinnen. Hier können wir notfalls roden, um irgendwas schnell zu bauen. Achso, wir können mittlerweile, habt ihr gesehen, wir haben doch gerade freigeschaltet die Offshore-Windparks, ne? Die kann man bauen auf dem Wasser. Und geben dann zwar Energie auf Küsten- oder Seenfelder. Das würde ich deshalb gerne machen, das würde ich nachher gerne in Bulgrep machen, in der Nähe von Bulgrep, weil dann bekommt die Stadt viel Energie und dann können wir nachher, nachdem der Exoplaneten-Expedition abgeschlossen ist, diese Sache hier machen. Bau der irdischen Laserstation. Der Energiebedarf der Stadt wird jedes Mal, wenn ein Projekt durchgeführt worden ist, um 5 erhöht. Das ist sehr viel. Und aber dadurch würden wir hier den Exoplaneten, die Expedition halt beschleunigen und die ginge dann schneller. Wir wären früher fertig. Dafür müssten wir nur vor Ort so viel Energie wie möglich schaffen. Und naheliegend wäre, auf all diesen Wasserfeldern oder zumindest auf denen, die so ein bisschen langweilig sind, überall Offshore-Windparks zu bauen. Das brauchen wir allerdings erst dann zu machen, wenn es notwendig ist. Aber dafür sollten wir schon mal ein paar Handwerker unten parken. Zum Beispiel den hier wieder. Der hier, den brauchen wir dagegen nicht. Auf Atomkraft umstellen? Warum denn, Northbomb? Bitte kurze Begründung.
Mehr Bürger brauchen wir hier kaum. Der nächste Bürger in 5 Runden. Ein Offshore-Windpark, bitte. Kann man die eigentlich direkt nebeneinander stellen? Oder immer mit einem Feld Abstand? Kann man überall hinsetzen, ne? Ein Handwerker für ein Nickerchen. Ach, den können wir auch schon mal raufziehen. Wisst ihr was? Den nutzen wir auch oben nachher als Einsatz für die Bullgrip. Schlagartig. Mit ganz viel. Den auch. Auf dem Wasser mit ganz viel Offshore-Windparks zu versorgen. Ja. Die Seasets, die dürfen nicht direkt nebeneinander stehen. Das hier könnten wir reparieren. Geht aber nicht, weil die Plünderung erfolgte durch die Hochwassersperre hier. Die haben wir nur angebaut, leider nicht. Schauen, ob wir hier noch Feinde entdecken, aber ich glaube das nicht. Wir haben einmal Wasser geholt. Fische für mehr Leute. Fischressource anschließen. Und eine Runde weiter. Raumhafen. Exoplaneten-Expedition starten wir in 3 Runden hier in Bullgrape. Ja.